Moin, hallo und willkommen zu Banished. Wieder mal sind wir hier noch im Haus am Arbeiten. Das ist wieder mal. Eigentlich sind wir überhaupt erstmal im Haus am Arbeiten. Wir brauchen Feuerholz. Wir sind im frühen Winter und wir haben kein Feuerholz. Das ist best Planung ever hier, muss ich sagen. Was ist denn hier, was liegt denn da noch? Dann da was fallen gelassen, oder? Ne, das sind Sachen zu sammeln. Und wir haben keinen Gatherer, Mann. Die hätten ja noch ein bisschen was holen können. Da wird noch geliefert. Wir brauchen mehr Einwohner. Wir müssen Werbung machen hier für unser Town, für Roswell. Hier ist nichts abgestürzt. Wir sind noch im Medieval-Zeitalter. Hier ist noch alles cool. Vielleicht ist doch schon Medieval-Zeitalter was abgestürzt. Was machen wir denn? Schauen wir mal. Wir müssen hier gleich mal einen Dude reinsetzen noch. Der muss unbedingt für uns hier ein bisschen Holzstart klar machen. Und du kriegst auch eine Doppel-Doppel und so. Ein Doppelweg. 70%. Ja, komm, viel fehlt nicht mehr. Kriegen wir hin. Der Woodcutter, der muss auf jeden Fall her hier. Und es wird geklopft und gehämmert und die Kinder laufen einfach so durch, als wäre es nichts. Interessant. Ja, die Erwachsenen müssen arbeiten und die Kinder können spielen hier, ne? Wobei, naja, so lange auch nicht, ne? Die mussten früher ja auch schon früh ranklotzen hier. Sieht eigentlich echt nice aus. Ne, stimmt, jetzt weiß ich, woran mich das noch erinnert. An Stronghold hier. Ja, Sire. Und dann ging das los. Wobei, bauen hat immer nicht funktioniert bei mir. Ich weiß auch nicht genau. Ich habe immer nur Militär gemacht. Ja, das ging ganz gut. Immer Keulen, Dudes und dann gib ihm. Tja, der Baum wächst natürlich direkt hier auf dem Gehweg. Das kann ich ja schon mal gar nicht leiden, sowas. Der muss hier weg. Tut mir leid, Bäumchen, aber du musst da leider weg. Das geht nicht. Das kann ich nicht zulassen. So, Jungs, ich brauche doch langsam mal den Feuerholzmacher hier. Wir sind dringend. Dringend, dringend. Hier kommt noch das Hospiz hin. Das noch gar keine Ressourcen hat. Sehr gut. Boah, das braucht 32 Eisen. Oh, oh. Ich fürchte, da schwinden unsere Ressourcen. Und unsere Nahrung auch, wenn ich das richtig sehe. Das ist nicht gut. So, sehr gut. Jetzt muss hier erstmal einer rein. Zack. Klopf mal Holz. Klopf mal auf Holz, bitte. So, und jetzt müssen wir das hier favorisieren. Favorisieren. Bitte. Favorisiert das mal bitte. Weil ihr könnt dann zumindest, sehr gut, dann schon noch ein bisschen was sammeln. Pilze sehe ich hier nämlich, sind schon ein paar da und da und da und da und da sind auch noch Pilze und da. Wir sind überall Pilze. Wenn ich überlegen bin, Herbalist, kann ich den hier noch einquetschen vielleicht? Herbalist, Herbalist, Herbalist. Was war das jetzt hier eigentlich? Ein Gatherer. Ein Herbalist, die Alternative, ne? Zu, weiß ich gar nicht, Bastards. Doch, ist das eigentlich, ne? Aber wir quetschen nicht da noch zwischen. Passt schon. Der Herbalist ist wahrscheinlich die Alternative zum Hospiz. Und Hospiz ist natürlich schon die fortgeschrittene Variante. Da waren wir schon einen Schritt zu weit. Guck mal, im Winter ist noch einer geboren hier, Hilba. Hallo Hilba. Sehr gut, der ist auch gleich fertig. Und dann müssen wir als nächstes erstmal die Mine machen. Die hat dann höchste Priorität hier. Höchste Priorität. Wenn ich das... Da. Irgendwann kriege ich das noch hin. Keine Sorge. Kann sich nur noch um Stunden und Jahre handeln hier. Priorisiere das Ding mal. Ihr müsst hier Ressourcen ranklopfen, Leute. Wir brauchen die Mine. Wir brauchen Eisen. Obwohl wir dann wahrscheinlich noch einen Schmied brauchen, der das Eisen verarbeiten kann, ne? Von dem hier hätte ich gerne noch einen. Ich glaube, hier bauen wir dann den Dude hin noch. Wobei, ich würde der gerne den Wald da lassen, ne? Weil wir hier jetzt noch den Herbalist haben. Das Blöde ist gerade, hier wird natürlich alles weggeholzt. Das ist suboptimal.
Dann müssen wir hier gleich mal wieder einen Dude hinsetzen. Ihr müsst hier eine Forest Lodge. Ihr müsst hier Holz wieder ankarren. So. Ist natürlich super, dass ich hier alles auf kleinstem Raum hinbaue, aber ich denke mal, das wird wohl zusammengehören. Wie sieht das hier aus? Hier sind noch Ressourcen gefallen? Ja. Ich möchte gerne, dass ihr die Ressourcen abholt. Wenn ihr Zeit habt. Wahrscheinlich machen sie es jetzt sofort. Ah, mal schauen. Ja. Ist denn hier. Achso, da sind die Jungs schon dabei. Ich dachte gerade, warum wird hier gefällt, aber ja. Aber nein, aber ja, aber ja, aber nein. Passt schon. Klopf, klopf, klopf. Ich klopfe auf Stein, oder wie war das? Ne, nicht ganz. Holz ist schon alle, muss ich auf Stein klopfen. Na, da ist wieder Holz, okay. Hat er doch noch ein bisschen Holz gefunden. Ich frage mich, was das ist hier. Kartoffeln oder was soll das sein? Kann ich nicht sehen, ne? Das wird mir jetzt der Herbalist sagen. Boah, der kann 3 Stacks auf einmal tragen. Respekt, Junge, Respekt. Sechs Loks und 2 Steine hat der Mick. Alter Schwede, Junge, du kannst aber richtig. Nein, lass mich das Fenster ausmachen. Jetzt. Nicht schlecht. Er stellt sich erstmal mitten ins Holz rein. Ich bin nicht da und so. Ich drücke mich vor der Arbeit oder was? Ne, nicht ganz. Okay. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Obwohl, ja doch, Essen kommt wieder ein bisschen rein. Das finde ich gut. Das ist ganz gut. Ich glaube, ich hätte den Orchard kleiner machen sollen. Wobei, na gut, dann gibt es halt Nüsse zu essen, wenn die dann irgendwann mal ausgewachsen sind in 10 Jahren. Wie, kommen wir schon in den Frühling? Spätwinter, ach du meine Güte. Guck mal, wir sind ohne Holz hier durch den Winter gekommen. Das ist, Respekt. Ihr habt euch bestimmt den Hintern abgefroren und, ja. Passt schon. Das ist echt eine harte Truppe hier, die Jungs. Die Jungs und Mädels vom Roswell hier. So, hier brauchen wir auch noch welche. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Haben wir denn überhaupt noch welche frei? 11 Leute. Habe ich hier irgendwo eine Übersicht drin? Wer jetzt was ist? Warte mal. Event habe ich. General Statistic. Job Employment hier. Wir haben noch 3 normale Arbeiter. Sehe ich das richtig? Genau, wir haben noch 2 normale Arbeiter. Gatherer müsste ich eigentlich auch noch welche reinstecken. Das Problem ist nur, ich brauche Leute, die noch so nebenbei was machen. Dann kann ich im Blick nur einen Gatherer da reinstecken. Das geht nicht anders. Oder ich muss beim Förster noch wen wieder rausnehmen. Das sind aber auch nur 2, ne? Oder sind das 3? Jäger meine ich. Da sind auch nur 2 drin. Oh, oh. Zu viele Berufe. Ich habe nicht mal einen, der in der Mine arbeitet oder so. Die Mine, oh gut, die Mine ist noch nicht ganz fertig, aber naja. Tja, die Jahreszeiten gehen ja echt. Mann, Mann. 4 Jahreszeiten hier. Geschwind wie der Wind. Das wird noch abgeholt. Ja, wir müssten hier noch einen Weg rüberziehen. Ich weiß noch nicht genau. Wo ziehen wir denn lang? Am besten hier irgendwie, ne? Am Haus lang. Ist natürlich toll, wenn ich den da jetzt hinbaue, den Weg, dann trampeln die mehr alles hier. Jetzt müsste man wissen, wo die Mitte ist ungefähr, ne? Ich setze erstmal hier hin. Kann ich da noch was zwischen? Ich hoffe, ich kann da noch was zwischenbauen. Ich weiß es noch nicht genau. So, das ist der Marktplatz. Den Marktplatz weiß ich noch nicht genau, den müsste ich eigentlich noch einfärchen. Müssen wir mal schauen. Bisher läuft es ja noch ganz gut. Die Jungs haben es tatsächlich noch geschafft, auch ohne meine große Hilfe hier.
viel habt ihr denn hier an Essen eigentlich auf Lager? Kann man das einsehen hier? Nee, ne? Food Limit? Nee. Da müsste eigentlich auch noch mehr Bäume müssten hier hin. Ich bin ja gerade überlegen, wenn man die Steine hier wegnehmen würde und hier noch ein bisschen mehr Wald hinmachen würde, ob das gar nicht so schlecht wäre. Das muss eh alles weg hier, weil das sind alles kaputte Bäume hier, glaube ich, ne? Oder seid ihr... Habt ihr das Laub fallen lassen? Obwohl, ihr habt das Laub fallen lassen, wird zumindest Sinn machen. Das sind alles Nadelbäume, glaube ich. Ja, sieht zumindest nach Tanne aus hier. Die Rehe sind echt... die haben die Ruhe weg, muss ich sagen. Jetzt gibt es auch das erste Feuerholz. Wir haben 4 Stück. Yay! Alles klar. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wir müssen auf jeden Fall mehr Holz haben. Wobei, die machen das hier, ne? Die machen ja Holz und Dingens. Ist an sich nicht schlecht, weil ich brauche das hier, damit die Tiere hier bleiben und hoffentlich auch Pilze und sowas wachsen. Und gleichzeitig habe ich eine Ressource, die ich dann hier sofort hinbringen kann, weil der Weg ziemlich kurz ist. Habe ich zwar nicht drüber nachgedacht, muss ich zugeben. Zumindest nicht in dem Zusammenhang, aber... Hey, was passt, das passt. Und das Wetter ist schon wieder mies. Mies, mies, mies. Tja, da ist Dingens. Die Sache muss auch nochmal gebaut werden. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht noch einen zweiten Angler hier hinbaue. Hast du sogar nebendran hier. Ich weiß noch nicht genau, habe ich den da auch so platziert oder... Ich weiß es nicht, muss ich abwarten. Kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Early Spring, Reserve von Feuerwood. Ja, ich weiß. Ich habe das gleich schon alles einkassiert, weil... Naja. Aber im Winter seid ihr ohne auszukommen. Ich will jetzt auch nicht so viel abholzen hier, weil die Tiere dann naja weg sind. Das ist auch nicht so schön. Muss ich mal gucken. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. Hier, komm, hier machen wir noch ein Feld hin. 4x6 war das, glaube ich, ne? Ich hoffe es mal. Müsste aber eigentlich. Das war hier. 4x6. Da. Kann ich hier noch ein Feld hin? Könnte ich noch wahrscheinlich, ne? Aber lassen wir mal weg. Das muss eigentlich reichen. Erstmal so viel müssen wir ja eigentlich nicht einlagern, oder? Markt kommt hier eh nicht hin. Storage-Bahn. Wow. Der ist ein bisschen riesig, muss ich sagen. Könnte man hier noch zwischensetzen sogar. Ach, der wird von beiden Seiten eh beliefert. Müssen wir gucken. Vielleicht reißen wir später auch noch was weg hier und setzen das nochmal um oder so. Mal gucken. So, das wird gemacht. Da wird auch noch gearbeitet, hoffentlich. Warum sehe ich keine Arbeiter mehr? Wo sind die Arbeiter hin? Da wird nichts geliefert. Da wird nichts geliefert. Da wird auch nichts geliefert. Ah, ihr seid ja alle hier unten, ne? An der Mine, oder? Ne, da ist auch keiner am Arbeiten. Was? Stein fehlt noch. Aber Stein haben wir doch noch hier. Ach, wir haben nur einen, der die Sachen bringt, ne? Glaube ich, oder? Ich glaube ja. Ne, 2 haben wir tatsächlich noch die Sachen liefern. Dann müsste das doch eigentlich klappen. Tja. Ne? 20 Feuerholz haben wir. Ja, Feuerholz geht langsam. Holz geht ein bisschen runter. Aber ich hoffe, das geht dann wieder rein. Wie viel Eisen haben wir denn eigentlich noch? 42. Das Gute ist, die haben damit noch nicht angefangen. Tja. Lass ich das hier? Ich weiß es noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Die Mine. Oh, alles klar. Sieht doch schon mal ein bisschen nach Mine aus hier. Wenn die jetzt noch anfangen zu arbeiten.
Könnte das noch was werden? Na? Nichts? Ne, leider nicht, okay. Ja, mal schauen. In der nächsten Episode geht's weiter. Macht's gut, bis dahin. Ciao.